jetzt sind wir hier im Logistikzentrum. Wir wollten eigentlich jetzt in die Werkstatt, aber wir haben gesagt, wir machen den Weg jetzt hier quasi übers Logistikzentrum. Also hier sind deine Hallen im Grunde, wo du dich meistenteils aufhältst. Und in deine Hallen gehen wir gleich. Was ist hier? Was haben wir hier? Ja, das ist quasi unser Lager. Ja. Wir haben dann doch immer mehr Lagerprodukte und Varianten und so weiter, die wir hier bereithalten, genau. Ja. Aber ihr habt ja keine, ich sehe hier keine fertigen Produkte, ne? Nee, also es ist definitiv. Wir haben wenige High Runners, wo man, sage ich mal, einfach mal 5 auf Lager legen oder 10. Die meisten Sachen sind einfach individuell gefertigt, wie wir schon gesagt haben. Das heißt, ich kriege meine E-Mail, ich kriege meinen Auftrag, ich nehme Karton, nehme die Einzelteile, die Hübe, die Pleuel, die Anlaufscheiben, Auftragszettel rein und dann geht es zum Christoph rüber in die Werkstatt. Also und er presst die dann. Also das heißt, du nimmst den Auftrag entgegen, besprichst die Feinheiten mit dem Kunden und dann sortierst du dir hier quasi eine Kiste, machst den Auftragszettel rein, packst die ganzen Komponenten zusammen und du weißt gar nicht, was besprochen wurde. 5 bis 10 Wellen, wenn zusammengekommen sind, innerhalb von 2 Tagen kommt alles zu mir und dann geht es bei mir weiter. Das heißt, du hinterfragst also auch nicht quasi, du nimmst die Kiste und baust die Welle zusammen, richtest sie aus, machst die fertig. So wie in der Regel hat der Michael alles gefragt, was wissenswert war beim Kunden und falls mir was auffällt, was selten passiert, kann ich ja nochmal rückfragen und dann erklärt sich das meist von selbst. Ja. Okay, und wenn dann die Kiste fertig ist, dann kommt die zurück wieder zu dir? Dann kommt sie wieder zu mir, dann Verpackungsmaterial und der übliche Prozess und dann wird DHL, Ticket, Buchung, Abholung und dann geht es ja nicht am nächsten Tag raus. Aber das oder mal 2 Tage später. Ich meine, wir sind nicht Amazon. Ja. Aber normalerweise, zack, wird hier verpackt, dann geht es raus. Und also nachdem wir gesprochen haben, war ein Paket einen Tag später da. Also wenn es mal länger dauert, ich meine gut, da ist man ja mittlerweile auch leidensfähig. Ja, selbst große Konzerne schaffen das ja nicht, die Pakete mal pünktlich rauszugehen. Außer bei Amazon, da weiß man nicht, wie die es machen. Aber es sieht, du hattest mir ja schon eben drüben gesagt, ihr seid leer gekauft, ne? Weil es sieht wirklich aus, viel haben wir gerade nicht, oder? Ja, gut. Ich meine, die meisten Sachen, Kupplungen kommen jetzt wieder, Pleuel-Sachen sind da. Corona ist definitiv, es mag der eine oder andere durch Kurzarbeit weniger Geld haben, aber ich sag mal, die Projekte sind extrem gewesen. Also wir haben das die letzten Jahre auch gehabt, dass du eine Schwankung hast. Im Hochsommer beginnt selten einer ein Projekt. Das ist immer im August, Oktober, November. Ja. Aber dieses Jahr war schon sehr gut. Die wollen alle Schrauben, auch wenn sie weniger verdienen, aber es scheint, es sind viele Projekte im Anmarsch. Im ersten Lockdown habe ich 13 Wochen zu Hause gesessen. Ich habe vor Langeweile, das ist kein Witz, ich habe vor Langeweile Teppich, 120 Quadratmeter Teppich in meiner Werkstatt gelegt, vor Langeweile. Ja. Weil ich halt nicht vors Loch kam und zu Hause saß und um mich rum alles abgeschlossen war und hatte aber auch schon alles durchgeschraubt. Ja. Da kam ich dann halt auf so scheiß Ideen wie, ach komm, baust du dir doch mal ein Polossi, ach komm, baust du auf Membranum und so weiter. Jetzt ist der nächste Lockdown, jetzt ja das Ergebnis des Lockdowns ist, ach komm, jetzt mal doch Quattrini. Ja. Und dann doch Gegenwelle und dann doch die dicke Kupplung. Also es gibt nicht nur mir so, dass... Dadurch hatten wir keine Langeweile. Trotz der Kurzarbeit. Also, ja. Langeweile war nicht und dann natürlich, ja, letztes Jahr war gut. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir alles aufholen. Wie lange haben wir denn? Also wenn ich anrufe und bestelle, wie lange brauchst du etwa, bis das Produkt beim Kunden ist? Wenn's Lager, also wenn alles, das ist ja das, was ich gesagt habe. Ja. Die Bestellung kommt rein und ich muss alles prüfen, bis hin zur Anlaufscheibe, dass alles vorhanden ist. Normalerweise natürlich immer. Ja. Also wenn alles da ist, dann verpacke ich das und dann haben wir das eigentlich in 3 bis 5 Tagen gefertigt. Ja. Und dann 1-2 Tage später versendet. Okay. Ich sage trotzdem immer gern 2 Wochen. Ja. Weil... Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja. Wie ist es euch am liebsten, wie Kommunikation mit dem Kunden anfangen soll? Also wenn ihr da draußen jetzt, sagen wir mal, irgendwas plant, wo macht es für euch Sinn, dass ihr mit eingebunden werdet, dass ihr quasi mit dem Kunden zusammen den Weg findet, wo die beste Welle für ihn am Ende des Tages dabei rauskommt? Sollen die euch anrufen bei der Projektfindung und sagen, ich brauche eine Welle von euch, ich weiß aber noch nicht, wo die Reise hingeht? Also am liebsten per E-Mail, info@kingvalley.com. Okay. Und da kann man dann entscheiden, ob ich schnell was sprechen möchte, eine Frage habe oder so austauschen. Und ich sage mal so, die meisten Projekte sind ja normal. Ja? Also wer jetzt mehr Hub bestellt, der weiß, dass er eine Kopfdichtung und einen Fußspacer braucht.
und ja. das dann im Prinzip selber festlegen muss, hm. was er für Steuerzeiten will. Ja. Also ich fange nicht an, jedes Projekt zu erklären und ich kann auch nicht erklären, welche Vergaser, aus dem bin ich nicht allwissend. Wir können Tipps geben, wo wir selber geschraubt haben oder und dann ist aber auch schon wieder Ende. Also das möchte ich nicht überbewerten von, ich kann nicht jedem am Telefon seinen Motor bauen. Kann ich auch selber nicht. Also, aber du hast mir zum Beispiel sehr geholfen bei der Geschichte mit dem Wuchtfaktor und der Findung, wie ich die Welle gewichtsmäßig zum Beispiel aufbauen. Ja, das darf, das tue ich anraten, dass man hier was tun könnte. Mhm. Und viele sagen aber wirklich, bin ich beim Freund schon gefahren, nö, passt. Okay. Ist doch schön. Ja, gut. Also, und dann gibt es die haben dann einen Schuhmacher-Arsch, die sagen, nee, ich spüre da noch, ich will ja. noch, ich Ich habe gar keine Erfahrung. Also ich war wirklich froh, dass du gesagt hast, nein, pass auf, da haben wir die Erfahrungswerte, dass ich da so ein bisschen auf den Pool von euren Erfahrungen und auch das Feedback, was ihr von anderen Leuten mit den Motoren hattet, da zurückgreifen konnte und so ein bisschen davon partizipieren konnte. Das hat es mir leichter gemacht, die richtige Welle zu bestellen. Gut, dass das Gewicht dann 20, 25, 30 Euro mehr kostet, das ist in dem Fall dann wirklich zweitrangig. Ja. Wobei, es bringt dann auch wieder alles nichts. Das sage ich auch manchmal. Ein viertaktender und spotzender Vergaser, der macht dir mehr Vibrationen in den Motor rein, als wie eine Kackkurbelwelle oder ein unwuchtiges Polrad. Das ist also, aber nicht mein. Dass der Motor einfach mal sauber läuft und nicht spotzt und rotzt und macht, das fühlt sich schon viel geschmeidiger an, wenn, aber... Da fängt es auch schon weiter wieder an, bei den Silent-Gummis hat einer steinharte oder normale oder weiche. Das ist schrecklich. Spuckt alles mit rein, ja. Das ist wichtig. Das ist also, etwas, was viel immer auf Kurbelwellen geschoben wird, aber die Silent-Blöcke, die da drin sind, die sind zum Teil 10, 12, 15 Jahre da drin, die stehen zum Teil schon diagonal völlig ausgelutscht. Uralte Polräder, wo der Motor, den man mal hingelegt hat, schon dreimal klack aufs Polrad geflogen ist und keine Lüfterradabdeckung. Ja, ja. Da gibt es so viel. Ich meine, wir geben einen gewissen Rat, aber wir können auch nicht stundenlang am Telefon alles erklären. Ja, okay. Aber natürlich, wie wir das vorher gesagt haben, und das ist so und jeder weiß das, der bei uns schon bestellt hat, es gibt eine Grundberatung und wenn es ans Eingemachte geht, wir können alles. Also wir machen das alles in einem Rahmen, soweit wir können. Ja. Ich sehe jetzt was ihr nicht seht, aber ich sehe es von hier und deswegen frage ich jetzt mal. Ich sehe da Teile für die Kupplung. Da sind zwei unterschiedliche Körbe. Kannst du den Mädels da draußen mal erklären, was da zum Beispiel so ein bisschen der Unterschied ist? Das ist jetzt hier zum Beispiel... das sind jetzt hier zwei Körbe für PX-Kupplung. Das eine ist geschmiedeter Stahl und das andere ist hochfestes Aluminium. Also gewichtsmäßig schon vom Gefühl her ein echt massiver Unterschied. Genau. Ich sage eigentlich immer das Gleiche. Die Kollegen, was wir vorher schon betont haben in der DBM, die fahren 12.500 Umdrehungen auf einer PX. Mhm. Und jeder, der an einer Drehbank schon mal einen Teil mit 3.000-4.000 Umdrehungen hat laufen lassen, der hat schon gewissen Respekt. Also 3.000-4.000 Umdrehungen ist viel auf einer Drehbank. Ja. Und wenn man sich dann überlegt, dass das hier 12.500 oder 13.000 macht, ist eigentlich abartig widerlich. Also, und da ist das für uns ein Grund gewesen, wo wir gesagt haben, wir gehen auf Aluminium. Ganz klar. Ich meine, das Ding dreht sich bei einer PX ja 1:1. Bei einer Small Frame ist es ja 1:3. Aber das ist auch kein Haushaltsaluminium, ne? Nein, das ist, wenn man es mal so sieht, also das ist... Kannst du als Messdiener-Glocke nehmen. 700 Newton pro Quadratmillimeter Zugfestigkeit. 700 Newton pro Quadratmillimeter, okay. Ist ein krasses Alu, macht dir auch keinen Sinn, was Schlechteres zu nehmen. Wenn du das als Otto-Normalverbraucher in die Hand nimmst, merkst du das ja erstmal nicht. Es gibt unfassbar viele Unterschiede im Aluminium. Aluminium, der zum Beispiel im Flugzeugbau verwendet wird, der hat eine Qualität, der ist abartig. Die kriegst du zum Teil nicht gespart und gebohrt. Oder kriegst du schon, aber du musst unfassbar viel Kraft aufwenden. Na? Ja, lässt sich sehr gut zersparen, weil es aber auch nicht, also das ist aber genauso ein Alu. Ja? Es lässt sich gut zersparen, also wenn es eine gewisse... Es kommt immer auf den Fertiger an. Ich meine, unser hat die Erfahrung, die Werkzeuge ist auf dem höchsten Level. Ich meine, da kannst du natürlich zersparen. Ja, ja, richtig. Ja, wenn klar, du in der Werkstatt sowas zersparen, hast du natürlich... Als S-Bohr könnte spielen. Andere Voraussetzungen. Gut. Die Stahlvariante ist ein bisschen die härtere, die schwerere. Die habe ich jetzt bei mir. Genau. Ich sage mal so, ein normaler Tourenroller, der einfach gefahren wird, der wird mal bis 8.000, 9.000 Umdrehungen dreht. Hm. Ja, vielleicht mal auch ein bisschen drüber, aber der Rest vom Alltag ist doch einfach nur mal kurz drehen und fertig. Ja, ja. Und da ist also diese Grundmasse ist einfach wieder toll. Du hast deine rotorische Masse, du hast deine Laufruhe. Das ist gleich wie im Polrad. Ich habe auf meiner Rallye auch mal mein Polrad gehabt mit Ring, also für Large Frame, ja, okay. Also schwer.
Und weil es kaputt war, habe ich dann eins von der Fuffi drauf gemacht, also nur leicht. War mir viel zu hippelig, war mir viel zu... Mhm. zu es gibt verschiedene Kunden. Der eine will leicht. Jeder will anders. Also und der andere will schwer, wie bei den Lüfterrädern. Der eine baut sich einen CNC-Lüfterkranz drauf, der ein bisschen mehr Gewicht mitbringen soll. Das gleiche kann er jetzt halt bei uns bei der Kupplung auch bestellen. Ja? Mehr Gewicht, mehr, weniger Vibrationen eventuell, mehr Laufruhe. Den anderen interessiert es nicht. Mhm. Der nächste kauft für einen Rennsport eine Kupplung mit 13.000 Umdrehungen, 12, 11. Der wird halt alles sehr beansprucht, der Kupplungsstumpf. Da nimmst du halt deinen Alu. Weißt du, wo sich das bemerkbar macht? Fahr mal einen Berg rauf hier mit? Ja. Fahr mal einen Berg rauf hier mit? Natürlich. Fahr mal hier mit von der Ampel weg? Fahr hier mit mal von der Ampel weg. Das sind, das ist, der, vielen ist oft nicht klar. Ich habe Kumpels, mit denen ich über Motoren rede. Manchen ist eigentlich gar nicht klar. Sie haben was gehört und wollen sich einen Motor bauen und pflastern sich irgendwas rein. Aber das eigene Wohlfühlgefühl auf dem Roller, wo bewege ich den Roller, in welchen Drehzahlen bewege ich den Roller, wenn du durch die Stadt fährst, bist du nie im Reso. Da bewegst du den Roller nicht bei 6.000. Da sind 2.000 bis 4.000. Es gibt unterschiedliche Geschmäcker. Ja. Und so darf das jeder für sich aussuchen. Ja. Also für mich ist, ich habe jetzt die Alu drin, einfach nur als, als Test. Ja. Und wie gesagt, auch in der DBM kein Verschleiß am Korb. Wobei man bei Alu schon sagen könnte, vielleicht wird irgendwann mal die, die Kupplungslamelle, man sieht die Berührungspunkte, aber es ist keine Einkerbung, wie man es von Alu-Körben der 90er Jahre kennt. Also es ist bis heute noch nicht ausgetauscht worden, keiner. Okay, das, das Statement kann man mal so stellen. Ist so, Das habe ich mal in einem Live-Video bei Facebook gesagt. Hol mal bitte den einen Belag, den wir, das, das muss ich euch zeigen, damit ihr das versteht. Ganz schlimm in der Kupplung ist es, wenn du Spiel in der Kupplung hast. Das heißt, wenn die Beläge hin und her schlabbern können. Das ist, zeig das mal. Von der Fertigungsqualität her, damit ihr da mal ein Gefühl für kriegt. Du kannst also, was wir bei allen PX-Kupplungen dazu schreiben in der Beschreibung. Wir haben jetzt hier einen Standardbelag, Newfren, gute Qualität für den Alltag, absolut. Beim Newfren muss ich mit einer Feile jede Kante zweimal feilen. Ja. Ja, minimal. Man sieht warum, weil jetzt klemmt's. Also man kriegt ihn hier angesetzt, kann jetzt noch weiter reindrucken, weil in den Ecken hier drin der Radius ist, da drin der Radius. Und jetzt gibt es eben hier eine andere Qualität, die ist auch verfügbar und die hat quasi... Also CR-Belag ist nicht CR-Belag. CR-Belag, so, die hat jetzt hier quasi kein Spiel. Das ist jetzt der Top-Belag. Es gibt, und der hier ist genauso top, aber man muss ihn halt ganz leicht diese Kerbe hier rausziehen. Und somit wird der Korb kein über all die Beläge im Rundlauf gefestigt und kann nicht eiern. Das sind lauter so Kleinigkeiten, wo man halt einfach drauf Wert legen, aufgrund der brutalen Drehzahl, wo die Dinger ausgesetzt sind, weil sie ja von unseren Rennsportkollegen gefordert wurde. Ja. Wir haben Spiel, Eiern, Taumeln bei unserer Kupplung auf ein Minimum reduziert, weil die Kupplung einfach auf der Kurbelwelle sitzt. Ja. Und die Kupplung ist im Sinne auf der Kurbelwelle nichts anderes wie ein Lüfterrad. Ja, nur auf der anderen Seite. Ja, genau. Ist ein Lüfterrad, Taumeln, Eiern. Absolute Scheiße. Genau. In den Drehzahlbereichen, wo du dich sonst bewegst und mit den Leistungen, mit denen du dich sonst bewegst, wir reden ja, je nachdem, was der Kolben für einen Schlag oben auf den Kopf kriegt, ne? Also sprich, was da für eine Kraft herrscht, das geht halt in das Pleuel, das geht in den Zapfen und dann in, rechts und links auch raus in die Kupplung und halt auch ins Lüfterrad. Ne? Wenn da was taumelt, hatte ich ja jetzt bei meiner Mazzowelle, dann ist das schlechte Lüfterrad dafür verantwortlich, dass da kann die beste Welle nichts machen. Ja, genau. Da kann die beste Welle nichts machen. Und eins müssen wir noch erklären, ihr habt ein anderes Prinzip des Kupplungsrades. Also ihr habt nicht das traditionelle COSA-Kupplungsrad verwendet für die Kupplung, sondern ihr habt was anderes verwendet. Ja, wir haben PX Alt. Das sieht ja so aus. Ja. Da bohrt man die, dreht die Nieten ab, drückt die Nieten raus, dann sieht es so aus. Und bei uns wird es dann so gemacht, wir setzen, das ist sehr passgenau gefertigt. Manchmal muss man es auch warm-kalt machen. Und dann kommt hier eine Scheibe, ebenfalls aus hochfestem Material, aus dem Vollen, gefertigt. Denn, die Scheibe hat das gleiche Material wie Die wird auch aus dem Vollen gefertigt. Scheiße. Wir haben hier ein Zehntel Überstand. Ja. Vom Zahnrad. Ein Zehntel Überstand vom Zahnrad. Das heißt, diese Scheibe, wenn ich die jetzt hier anziehe, festigt, also verbindet das Zahnrad mit dem Korb zu einem Element. Das muss man wissen.
Also man muss PX Alt oder COSA 1, sagt man, glaube ich. Das habe ich am Anfang nicht gerafft, als du mir sagst, genau, du musst ja anders Nieten ab, also ich habe sie abdreht, Durchschlag raus damit, dann hat man das Zahnrad los und dann kommt es hier rein und bildet quasi die Einheit mit dem. Dadurch taumelt der Kupplungskorb nicht gegenüber COSA 2. Da taumelt ja der Kupplungskorb auf der Kurbelwelle. Ja. Das ist jetzt eine Konstruktion, weswegen wir das verhindern können. Ja. Genau. Bei mir war es so knallhart eng gefertigt, dass ich ein kleines bisschen das DRT-Zahnrad hatte halt ein kleines bisschen mehr Toleranz, als ihr vorgegeben habt. Musste ich echt heiß und kalt, ne? Also es ist immer mal wieder so, dass du das hier, ich meine, ich mache manchmal Heißwasser und das Zahnrad in aber es geht, also es ist so, es soll spielfrei sein. Also das ist, nur damit ihr das nochmal versteht, das ist kein Fehler, wenn es da mal ein kleines bisschen nachgefeilt werden muss, sondern das ist kein qualitativer Mangel. Nö, also ich meine, das hier sind Originalräder hier, natürlich irgendwelche Nachbauräder mögen minimalst mehr haben. Oder weniger. Aber ich sag mal, die Zahnräder, wo wir hier haben, die passen alle passgenau. Die sind auch so in der Fertigung natürlich dabei, dass die ihr Toleranz messen können. Ja. Ich hab vom Konzept her erstmal ein bisschen davor gestanden mit Ochs vom Berg. Wie baue ich meine Kupplung zusammen? Ich dachte, dann denkst du da dreimal drüber nach, packst viermal, fünfmal an und dann, ach so, ja, dann macht es irgendwann Klick so. Das ist schon. Theoretisch wird sie ja bei Einbau fertig ausgeliefert. Das ist richtig. Theoretisch, ich liefere sie so aus, fertig bestückt mit Federn, Beläge, alles dabei, dass du sie einbauen kannst. Hast du das Andrucklager mal? Hast du noch eins da, eins griffbereit gerade? Ja, ich baue schnell eins zusammen. Weil das ist halt auch etwas, was ich 30 Jahre lang nicht gemacht habe. Ne? Ich mal nehme eine Schere. Ja. Ich muss jetzt quasi komplett umdenken. Also wir haben hier unser Andrucklager, das ist auch kein Geheimnis, aber ich finde auch wieder eine technische Raffinesse. Wir haben hier ein Lager von einem deutschen Hersteller. Mhm. Wir nehmen hier ein 100 CR6 Material Kugellagerstahl, von uns gefertigt. Ja. So klein. Ich empfehle normalerweise immer hier, zack, mal eine Portion Fett rein. Ja. Kann jeder daheim selbst machen. Für den ersten Lauf, wird es zusammengesetzt. Und jetzt gibt es von uns hier ein Viton-O-Ring dazu, der einfach nur hier hinten reingeklippt wird und schon ist das Lager komplettiert. Fertig. Es kann nicht mehr rausfallen, der Viton-Ring klemmt quasi, wenn es in die andere Richtung raus will. Ja. So, das sind unsere Andrucklager. Und wenn jetzt das einer zerlegen will, dann kann er mit dem Schraubenzieher hier reingehen, hebelt das raus und dann flippt der Viton-Ring hinten runter und es ist wieder zerlegt. Es zerfällt nicht im Motor, keine Schrauben, kein Ding. Du brauchst es halt auch nicht mit der Feder einsetzen, sondern ihr drückt es einfach rein. Ne? Ja. Der Punkt ist, dass dieser Andruckpilz nicht auf Druck gefahren werden darf. Das ist etwas, wenn du jahrelang, jahrzehntelang nichts anderes gemacht hast, als eine Standardkupplung oder COSA-Kupplung verbaut hast, dann stellst du das Spiel frei, den Arm, und dann fährst du los. Ne? Wenn ich es nicht vergesse, ist auf jeder King-Kupplung so ein Aufkleber drauf, dass es nicht im Dauerbetrieb betätigt werden darf. Es muss spielfrei, also der Hebel, das können wir auch nachher beim Roller noch sehen. Spiel. Es muss mit Spiel oben eingestellt werden. 5 mm Spiel am Hebel mindestens. Somit hat man keinen Dauerdruck am Lager. Das ist gleich wie beim Auto. Wenn da jemand kommt und sagt, Andrucklager kaputt am Golf, dann heißt es, dann sind sie Herr oder Dame, die permanente Fuß auf der Kupplung hatten. Ja. Das darf keine Kupplung, egal welcher Hersteller. Die 5 mm Spiel am Kupplungshebel sind kein Problem, weil man benötigt für ein perfektes Trennen bei der King-Kupplung nur ein Drittel vom Hebel weg. Das heißt, ein Drittel gebe ich Spiel, ein Drittel zieh, der Rest ist Luxus. Dann trennt sie perfekt, ob im Rennbetrieb oder auf der Straße. Das kennen wahrscheinlich auch viele. Ihr kennt ja diese CNC-gefertigten Hebel, ne? Wo du ganz schrecklich. Wenn du kleine, kurze, dicke Wurstfinger hast wie ich, dann musst du ja den Weg verstellen, ne? Dass du mit den Fingern rumkommst. So. Und je nachdem, was du für einen Hebel verbaust, reicht dir der Ausrückweg, den der Hebel erzeugt, nicht dafür, damit die Kupplung trennt. So, dann hast du einen schönen Hebel gekauft und kannst ihn gleich wieder wegschmeißen, weil der Weg, den der Hebel generiert, nicht ausreicht, um die Kupplung zu trennen. Und das ist damit dann ad acta gelegt. Ne? Genau. Da brauchst du ja im Grunde nur eine Mädchenbewegung. Es ist auch so, hat nicht jeder lange Finger. Wenn der Hebel, ganz, ganz vorne steht, dann kriegst du den ja nur mit den Fingerkuppen zu greifen. Genau. Auch ganz schlecht zum Dosieren im Rennsport.
Beim Christoph ist eben so, am ersten verschenkt schon ein bisschen was und dann kann das hier mit den Knöcheln aufnehmen. Und da ist wesentlich besser zu dosieren wie mit den Fingerspitzen. Ja, das ist definitiv bei der PX-Kupplung und Smallframe-Kupplung eines der Highlights, dass du ja, das Trennverhalten. Wenig Ausrückweg. Wir sagen dann nur, gerade auch bei der PX-Kupplung generell, ich persönlich habe schon immer auf dem Seitenständer das Öl eingefüllt, das heißt mindestens 50 Milliliter mehr, 100 Milliliter mehr. Ich fahre 300 bis 320 Milliliter. Wir können bei unserer Kupplung den Deckel original lassen, weil die Bauhöhe kleiner ist. Das heißt, die Stege können im Kupplungsdeckel bleiben. So ist der Stand bis heute. Ich habe noch nie was anderes gehört. Das heißt, die Stege, die jeder rausmachen muss für andere Kupplungen, die eigentlich das verhindern, dass das punchende Öl nicht direkt ans Auslass-Entlüftungsloch gepuncht wird und da dann vielleicht mit ein bisschen Druck irgendwann dann doch mal rausläuft, die können drin bleiben. So ist es bei allen, die ich kenne, habe noch nie irgendwas anderes gehört. Das Problem ist nur, dass natürlich mittlerweile jeder einen austretenden Deckel fährt. Ja, Gretchenfrage, die für mich ganz wichtig ist. Die CR-Belege sind für ein anderes Moped mal gemacht worden und auch für eine entsprechende, also ich glaube, in der aktuellen Honda YVF 400 wird das sogar noch verwendet, oder die Belege noch verwendet. Getriebeöl. Ich zum Beispiel habe mittlerweile ein Getriebeöl gefunden, das ist zäh wie Honig, wir haben da kurz drüber gesprochen, deswegen, was sagt ihr, womit fährt eure Kupplung am besten? Weil, wie du gestern sagtest, wenn du einmal was Gutes hast und es auch beibehalten kannst und weiß, dass es gut funktioniert, dann... Ich muss ein bisschen ausholen mit dem Getriebeöl. Und zwar, wir hatten Hersteller, egal, wir wollten keine Kupplung fertigen, aber wir haben die Kupplung benötigt für Rennzwecke. Und wir waren nicht zufrieden mit dem, was wir erhältlich kaufen konnten. Mhm. Und konnten daran auch konstruktiv nichts ändern an den Kupplungen, die wir versucht hatten. Und dann war natürlich die Frage, kann man mit dem Öl vielleicht ein bisschen Trennverhalten generieren, verbessern, verschlechtern, das Verkohlen der Belege irgendwie verhindern und so weiter. Und das beste Öl, was wir dazu mal auf der Suche gefunden haben, um die anderen Kupplungen bestmöglich ans Laufen zu bekommen, war das Modul 7100, vollsynthetische Öl, 10W40. Und dieses Öl verwenden wir seit... Wir haben dann irgendwann trotzdem eine andere Kupplung benötigt, weil wir dann halt von 40 PS auf 50, auf 55, 60, 65, 70 PS hoch sind auf der Rennstrecke. Und da haben die anderen Kupplungen nicht mehr standgehalten. Wir mussten mit den Federn natürlich, mit der Federspannung nach oben, dann hat es die ganzen Bauteile verbogen, weil das halt nicht aus Kurbelwellenstahl oder hochwertigem Aluminium gefertigt war. Mussten wir eigene Kupplungen dann quasi bauen. Die Geschichte habe ich vorher erzählt. Innerhalb von 2 Wochen haben wir gezeichnet, geplant, gefertigt. Und das ist die heutige Smallframe-Kupplung seit 8 Jahren. Unverändert und immer noch geil, perfekt, bis über 70 PS. Und das Öl fahrt ihr heute auch noch? Und das Öl fahren wir da drin heute noch. Und es funktioniert alles hervorragend. Und uns interessiert nicht, was funktioniert noch. Wir haben nicht die Zeit dazu, anderes Öl geht. Genau das ist es. Man hat was und fertig. Und genau das läuft. Das ist, wo viele fragen. Ich zum Beispiel... CR-Belege hieß es immer, keine Vollsynthetik, das ist nicht gut, rutscht meist der Kuckuck was, fahr rein, mineralisches, kannst auch Hundepipi fahren, ist alles besser als Vollsynthetik. So, ihr fahrt ein Vollsynthetik. Ich fahre in den bisherigen CR-Kupplungen, die ich habe, die Superstrom-Kupplung, fahre ich ein reines mineralisches Öl, so ein ganz altes Oldtimer-Öl, was so zäh ist wie Honig. Ich habe überhaupt keine Probleme mit der Kupplung, natürlich auch nicht in den PS-Klassen, in denen ihr rumlungert, aber... jetzt ist es für mich an der Zeit, wo ich sage, jetzt brauche ich halt einen Erfahrungswert, wo ich darauf zurückgreifen kann, wie ihr, wo ihr sagt, das Öl kannst du nehmen, das hast du. Aber ich denke, der Alltag, der verkraftet das auch. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du in einem Rennroller die Kupplung fast zum Glühen bringst und das Öl die Temperatur abführen muss und das Öl dann und irgendwann die Viskosität im Motor, auch noch beibehalten. Das Öl nimmt ja im Prinzip, ihr fahrt ja 600 Milliliter oder sowas, oder? Jeder anders, ja. Das nimmt ja die Temperatur ab. Also ist die Temperatur im Öl. Andere Motoren haben dafür Ölkühler, hat einen Roller nicht. Das Öl muss stabil sein. Und ich glaube nicht, dass jedes Öl, wo man so irgendwo kriegt, diese Viskositätsstabilität hat von Temperatur 20 Grad bis hin zu 120 Grad. Ja, wahrscheinlich mehr. Keine Ahnung. Also wir haben was gefunden, fertig aus. Also bei Autos, wir verkaufen das Öl auch nicht. Es ist halt für Auto und Motorrad, Nass- und Trockenkupplung. Also, genau. Also für Autos sind so 130 Grad schon sehr kritisch. Also das wird das Öl mit Sicherheit locker machen. Ja, wenn man sieht, dass die Zwischenscheiben Anlauffarben haben und Anlauffarben über 200. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Läuft.
Ja. Ist unsere Empfehlung. Ja. Sehr gut. Sehr unsere gut. Empfehlung. Ja, geil. Wollen wir denn anfangen, mal eine Kupplung zusammen, beziehungsweise in die Werkstatt gehen, oder habt ihr noch was hier für mich an Informationen, was ihr... Ja, lass doch mal die Bloids erklären, was man da zur Verfügung hat. Ja, da ist auch ein Teil ausverkauft und wir haben 3-4 Monate Vorlaufzeit mit Vorkasse, bis die Bloids dann wiederkommen. Wir haben verschiedenste Bläulängen, Kolbenbolzen, Lager, verschiedenste Qualitäten. Wir lassen Bläuel machen in extra brutal für Fremdzylinderprojekte. Wir haben dafür die besten Lager, wir haben Anlaufscheiben eigene, wir haben alles Mögliche, sage ich mal, wird verwendet, vom Hersteller angeboten. Da wird nichts gemischt, das ist quasi sortenrein wie empfohlen. Und beste Kolbenbolzen, alles Mögliche. Das sind so unsere Wolfram-Einsätze, die wir hier haben, wo wir fertigen lassen. Hubbolzenqualitäten. Das sind so, ja, das ist so. Das heißt, ich kann quasi für eine PX 125er, wenn ich einen MSX fahren will, quasi mir eine 200er Kurbelwelle trotzdem mit einem kleinen Kolbenbolzenlager machen lassen von euch. Genau. Da gibt es dann hier die Aprilia Bloil. Das ist so der Standard, aber das gleiche gibt es dann auch in CNC. Ich meine, die hier, das kann man mal sehen, das sind hier drei Hersteller. Das ist einmal Brox, das ist Wössner und das ist ein italienischer Hersteller. Das sind alles drei Top-Qualitäten. Der Kunde darf sich's aussuchen. Mhm. Also, wir haben da von allen mittlerweile alles an Lager. Also eigentlich haben wir viel mehr Lager, als wir das mal vorhatten. Aber ja, wie gesagt, die Lieferzeit, es geht auf der Welt immer schneller. Aber... Mit Exzenter-Zapfen arbeitet ihr gar nicht, ne? Nicht mehr. Nicht mehr? Nein. Ist nicht... Ja, gut. Zu Beginn, vor 10 Jahren. Wir reden ja über den Überstand, über den Zapfen. Ne? Das, ihr könnt ja mit den Hüben ein bisschen variieren, wenn ihr halt einfach mehr Schmackes über den Bolzen habt. Ne? Exzenter-Zapfen ist auch schlecht, weil die eine Phase haben an dem... durch eine dreizylindrische Aufnahmen, also einmal für die Wangen zum Einpressen rechts, links und dann den Versatz vom Exzenter. In der Mitte, da sind Phasen dran und in den Phasen verhängen sich die Anlaufscheiben. Man kann nur 0,5er Anlaufscheiben verwenden. Die rutschen dann leicht ab, stellen sich quer und verschleißen schneller und der Kunde hat dann einfach einen Wahnsinnsärger. Der Zapfen kostet über 100 Euro. Ja. Du hast einen vorprogrammierten, unter Umständen Schadensfall. Mhm. Also wir verwenden es nicht mehr. Nein, wir machen den echten Hub. Und das Geld, was wir in den Exzenter-Hubzapfen setzt, könnte man vielleicht den Schritt in unsere Richtung tun. Ja. Also, wir machen nur echten Hub. Inzwischen. Mir sind eure Anlaufscheiben aufgefallen. Die sind auch was Besonderes. Aber mir hat es nicht erschlossen. Aber ihr habt, da geht ihr auch einen völlig anderen Weg, ne? Ja. Wir sind die Einzigen, die bei PX-Wellen die meiste Einpresstiefe generieren. Pro Wangenseite. Und trotzdem eine 1 mm Anlaufscheibe fahren können statt 0,5. Da hat's früher bei den 0,5ern oftmals zu Schwierigkeiten geführt. Ich meine, Reibung erzeugt halt Materialabrieb. Ja, genau. Ne? So. Kommst du von dann? Ja. Die werden immer dünner. Ab 0,3 ist es kritisch, dass es zerfetzen könnte, weil sie nicht mehr dem Anliegen vom Bläuel standhalten können. Ja. Und das Spiel wird immer größer? Wir sagen so, aus 0,5er Anlaufscheibe wird schnell eine 0,3er. Ja. 0,4er, 0,3er. 0,3 ist dann irgendwann schon fast Papier. Ja. Und was die Leute nicht wissen, ist, dass der Punkt unten an der Kurbelwelle letztlich nur über den Sprit geschmiert wird. Genau. Richtig. Es wird nur übers Gemisch geschmiert. Und wenn du halt 1,50 fährst, ist es etwas schlechter, als wenn du 1,33 fährst. Ne? Also ich fahre persönlich 1,33, kann das nur jedem empfehlen. Ihr müsstet halt ein bisschen umdüsen. Ich auch. Du auch, ja. Das ist der einzige Punkt, wo an dieses Lager, an die Anlaufscheiben, an diesen Drehpunkt Schmierung kommt. Ne? Durch dieses Öl-Benzin-Gemisch wird das eingenebelt und da ist halt jedes Fetzen Öl, was du da reinschießt, Gold wert an der Stelle. Ne? Ja. Also ihr seid die einzigen, die 1 mm machen. Bei PX-Wellen, genau. Ja, ich hab, also das, trotz mehr Einpresstiefe gegenüber den Mittelwerbern. Ja. Ja, ich habe die Wellen nebeneinander gehalten und habe gedacht, so, hä? Habe ich erst gedacht, das ist so, ne? Und dann habe ich aber mal, du kannst es ja nicht messen, und dann habe ich so geguckt und dann mal mit der Fühlerlehre ging halt, dann fiel mir schon auf, oha. So, und das ist ja wieder ein Punkt, wo die Wellen einfach den Innovationsvorteil haben. Muss man einfach so sagen. Wir haben
das wollen wir nicht, das können wir nicht, wollen wir nicht alles nennen, wir haben alles ausgereizt. Ja, das, was das, derzeit möglich ist. Genau, genau. Ja. Ist ja so. Auch das ist der Grund, warum die Welle mehr kostet als Standardware. Mhm. Weil da ist dieses geistige Know-how nicht reingegangen. Wir wären ja blöd, würden wir nicht das, was wir wissen, umsetzen. Na, logisch. Auch, das sind natürlich also, auch Erfahrungswerte. Ja, nein, ne? Also ich sag mal so, wenn du eine Stückzahl 500 machst, dann hast du die gemacht und dann müssen die 500 verkauft werden. Mhm. Und deine Idee muss warten, bis die nächsten 500 gemacht werden. Ja. Und bei uns ist so, alles, was wir wissen, was wir heute wissen, kann morgen wird geändert. Ja. In einer Serie, ich sage jetzt nicht welche Stückzahlen, aber meistens, ja, habt ihr ja vor ungefähr gesehen. Vorhin, also eigentlich sollten gestern 100 Stück kommen. Die letzten 30 liegen oder 40, 30, 20 liegen in der Fertigung. Ja, ja, am Montag kommen jetzt halt die 100 leider erst. So, und die sind da dann auch wieder. Und dann haben wir, wenn wir jetzt was wüssten, was wir ändern würden, dann würden wir das sofort wieder ändern. Und zwar wir ändern das. Wir müssen da nicht irgendwo wieder irgendwo eine andere Vorrichtung oder irgendwas, sondern wir sind da Anfang so kurz. Wir sind da so mega, kurz, wir machen es sofort. Wir haben jetzt gerade wieder was geändert. An einer Welle. Haben wir gestern drüber gesprochen, sage ich, du hör mal zu, warum ist das eigentlich so und so und eigentlich können wir doch, Zeichnungsänderung, diese Wellen, wo ihr heute am Boden, wo du dir die Finger schmutzig gemacht hast, die werden jetzt schon um 0,5 mm anders gefertigt wie die Vorgängerversion, weil wir etwas gesehen haben, wo wir gesagt haben, so wird es gemacht. Das ist so ein was Punkt. Die anderen Wellen nicht schlechter macht, aber nein, die aber neueren Wellen jetzt nochmal hebt. Die Plolls, wie wir sie heute quasi als Standard für uns so auf Lager haben, die bieten uns etwas zu machen, was wir früher nicht konnten, weil wir noch andere Bläuel mit dabei hatten. Genau. Ja. Und du, somit ist es einfach. Platzverhältnisse sind jetzt anders. Ihr fahrt ungefähr genauso lange Roller wie ich. Ich erzähle immer die Geschichte von dem Rollershop-Katalog, der 14 Seiten hatte, wo du dich als 16-Jähriger in der Realschule hart gefeiert hast, wenn du so einen Rollershop-Katalog hattest und mit deinen Kumpels. Habe ich noch. Mit Fax. Und wer hat ein Faxgerät zu Hause? Wer kann die Scheiße wegschicken? Da hast du, wenn du einen Rollershop-Aufkleber auf dem Roller hattest, dann warst du der geilste Typ der Schule, ja? Riskant. Oder wenn dann mit der Polizei aufs Auto klickt. Riskant. Oder wenn der Polizist gesehen hat, oh, da ist ein Rollershop-Aufkleber und dann kommst du raus, hast um 11.20 Uhr aus, und der Polizist kniet vor dem Roller mit dem Rollershop-Katalog und guckt, was da... Kühlrippen. Ja, genau. Echt jetzt? Große Zylinderhutze, haben die Zylinderhutze runtergebaut, haben die vom 5... Sogar die Lindauer Polizei hatte Rollershop-Katalog im Fahrzeug, um die Rollerfahrer hoch. Aber hättet ihr gedacht, das hört sich jetzt ein bisschen lustig an, wenn wir das, ich meine, wir wissen, was wir da erzählen, aber hättet ihr gedacht, dass das mal so einen Weg nimmt? Nein. Ich meine, überleg mal, das ist jetzt keine Raumfahrttechnik oder keine Kernphysik, die wir hier machen, aber wenn du in den 90er Jahren, Mitte der 90er jemandem gesagt hättest, dass du Kurbelwellen aus dieser Materialklasse bauen kannst, die hätten auch gesagt, das kannst du gar nicht bezahlen. In den 90ern war es ja schon schwierig, einen Aluschweißpunkt zu bekommen oder jemanden, der das Motorgehäuse spindet, zu bekommen. Ja. Gibt es, das ist vielleicht etwas, was ihr mir nicht beantworten könnt, aber von bis... Glaubt ihr, dass das noch sinnvoll weitergehen kann mit der Entwicklung? Ich meine, du... Leistung? Ja. Du fährst das macht keinen Sinn mehr. Es macht gar keinen Sinn mehr. Im Gegenteil. Die Leute wollen weniger Steuerzeiten, bleiben jetzt bei Hubraum 250 Kubik, bei den verrückten Small Frame 200, 250. 250 Kubik. Auch bei Large Frame bei 250 Kubik. Sie gehen runter mit den Steuerzeiten, weil halt hohe Steuerzeiten einfach nicht fahrbar sind. Es macht keinen Spaß, wenn du die Alpen fährst, musst du immer zurückschalten. Mhm. Es geht jetzt darum, frühe Leistung im vierten Gang bergauf beschleunigen zu können. Ja. Es ist ein Umdenken da. Früher gab es keine Leistung, deswegen war jeder heiß, wenn es noch was zu finden gab. Heute hat man die Leistung gefunden. Jeder weiß es, egal aus welcher Region. Da gab es 70 PS, da gab es 70, da gab es 95, keine Ahnung. Ja. Ja, es interessiert keinen mehr. Jeder will jetzt einen Straßenroller, der tourentauglich ist. Wenig und Spritverbrauch. Wir sind alle in dem Alter, wo wir jetzt so sind, sage ich mal. Ja, wir waren alle 16, 18, so in den 80er, also 90er Jahren. Mhm. Und jetzt ist doch jeder Familienpapa, will man mit der Tochter oder keine Ahnung was, also so rotzend, spotzend, wo man freidrehen muss. Ich sag mal, aus dem Alter ist man eher raus. Also die Kunden oder Freunde um uns rum sind eher so, dass sie sagen, hey, stabile 40. Stabile, das musst du sie auf der Zunge zeigen. Stabile 30, 35, 25. Überleg es dir das geht, mal. Es geht heute nicht mehr um mehr Hubraum oder mehr Leistung. Es geht darum, alte Zylinder, die gar kein Potenzial haben vom Layout her, weg, neue Zylinder her,
und mit denen halt einfach viel Vorreso, viel Bums unten rum. Es geht zwar weiter mit der Zylinderentwicklung, aber keiner will die Spitzenleistung anstellen. Das ist das Gleiche wie jetzt wird nochmal aggressiv geflext und Cutdown und M-Lenker, sondern jetzt ist eher Olag. Chassis nicht so, Chassis nicht anfassen, aber trotzdem 38er Vergaser, wer hat die Lösung? Das ist so die Challenge, die wir abkriegen. Ich meine, das mag ganz andere geben. Aber gibt auch andere, aber unsere Kontakte. Das ist das, was ich auch gemerkt habe. Ich bin ja ein unglaublich großer Polini-Fan. Der 210er Polini hat völlig seine Marktpräsenz verloren. Ne, wenn du das mal siehst, das war ein Zylinder mit einem schlapprigen L-Kolbenring. Polini hat total vergessen, dass es den Zylinder wahrscheinlich gibt. Die produzieren das Ding immer noch so. Und heute hast du den Hengst der 200er Klasse, das ist der Quattrini 244, mit Hüben von 65 mm bis auf 265 Kubik aufpumpbar. Das sind Sphären, da kannst du beim Polini einen Handstand machen, das kriegst du im Leben nicht hin. Das hat sich komplett überlebt. Man kann im Grunde froh sein, dass diese Entwicklung immer weitergeht, aber es nimmt halt Form. Was die Leute auch immer vergessen ist, das wirst du auch als Rennfahrer explizit wissen, je mehr Leistung du hinten im Arsch hast, du fährst immer noch eine zusammengeklebte Cola-Dose. Ja. So, und die Stabilität in so einem Rahmen mit 40, 50, 60 PS, das ist... Macht keinen Spaß. Nein, macht keinen Spaß. Aber es bleibt eine Vespa, es bleibt von Interesse. Nichts gegen Kreidler, Puch und andere Fetischisten, auch geile Mopeds, aber Vespa ist halt geiler. Du hast gefragt, ob der Trend bleibt. Ich bin der Meinung, Lambretta, Vespa, so diese urtypischen italienischen Nostalgieformen werden bleiben. Vielleicht schleicht sich bald eine PK und eine PX rein. Machen sie ja schon, berechtigt. Ja, Cosa, nur nicht ganz. Cosa. Dann wird es hart. Nein, also ich finde, der Trend wird bleiben. Es ist schön, dass es immer neue Produkte gibt und eigentlich auch schön, dass es genügend Hersteller gibt. Also, erstaunlich. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Konkurrenz schafft Ideen. Ganz ehrlich, hast du keine Konkurrenz, hast du keine Ideen, rufst du dich aus. Und kein Ansporn. Die größten Schritte haben wir gemacht, als wir gereizt wurden. Provoziert wurden. Richtig. Sind wir eigentlich im Nachhinein dankbar. Alle die es besser wussten, wir haben es jetzt besser gemacht. Sag ich mal, ja. Gut. Also, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Werkstatt und gucken uns den Rest mal an. Mhm. Ja? Also, okay. Weiter.